Ich habe hier jetzt ein Glas mit sauberem Trinkwasser. Wir in Deutschland haben eigentlich kein Problem, an Trinkwasser zu kommen. Okay, sagen wir fast kein Problem. In anderen Ländern sieht es da schon wieder anders aus. Die haben da erhebliche Probleme, an sauberes Trinkwasser zu kommen. Und in vielen Ländern gibt es auch keine sanitären Anlagen. Dadurch, dass es keine sanitären Anlagen gibt, können sich Krankheiten viel schneller verteilen und viele Menschen können daran sterben. Also ist sauberes Wasser sehr wichtig. Was können wir hier in Deutschland dafür tun, dass wir nicht so viel Wasser verschwenden? Wir können beispielsweise unseren schönen Garten nicht mit Wasser aus der Leitung gießen, sondern mit gesammeltem Regenwasser. Zudem können wir auch den tropfenden Wasserhahn oder den defekten Spülkasten reparieren, sodass kein Wasser sinnlos ausläuft. Auch in unseren Lebensmitteln stecken viele Liter unsichtbares Wasser. Aber sag mal, was ist denn mit unsichtbaren Litern Wasser gemeint? Wie das Wort schon sagt, diese Liter, die sieht man auf den ersten Blick nicht. So sind es vielleicht die Liter Wasser, die für die Tiere gebraucht werden, für das Reinigen der Ställe. Hier als Beispiel mal. Schätz doch mal, wie viel Liter Wasser für 1 Kilogramm Rindfleisch gebraucht werden. Du fragst mich Sachen, boy, keine Ahnung. Es sind ganze 15.000 Liter Wasser. 15.000 Liter Wasser? Richtig, genau. Weil so eine Kuh, die trinkt viel Wasser, die Ställe müssen gereinigt werden, dafür wird Wasser gebraucht. Und während der Milchproduktion braucht eine Kuh noch mal mehr Wasser, als sie ansonsten schon pro Tag braucht. Und das Ganze rechnet sich zu einem Riesenhaufen zusammen. Was man noch machen kann? Man kann Organisationen unterstützen, die sich für sauberes Wasser überall auf der Welt einsetzen. Oder man isst weniger Fleisch. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.